So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2, Folge 250 oder so. Let's go! Hä? Hängt gerade meine Maus hinterher? Hat sich gerade so angefühlt, als wenn meine Maus super hinterher hängt. Wow. Ah, ne. Ja. Who knows? So, dann fahren wir mal die letzten paar Kilometer. 30 Kilometer haben wir bloß noch. Ja, und wir müssen die Marker korrigieren. Weg mit dir. Ja. Los. So, das und das und dann haben wir noch ein Skyland entdeckt. So, wenn wir irgendwie. Okay, gut, das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Was tue ich hier gerade? Digga! Ich glaube, die letzten paar Kilometer hier noch schon Frachtschaden. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Ah, komm. Ich werde lieber auf der Kreuzung. Beziehungsweise muss ich gar nicht. Wir können ja auch einfach hier lang fahren. Läuft das Grün. Neu berechnen. Biege nach rechts ab. Den ist rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Ach, die schönen alten BMWs. Nur diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Nur diese Ausfahrt. Ein Kreisverkehr hier ist ja. Holy guacamole. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Warum fährt der LKW links? Warum hoppt denn der Auflieger so extrem? Achso, weil es hier eine der uralten Kreuzungen ist. Ja, okay. Die sind super holperig. Biege nach links ab. Also gerade ein bisschen sehr scharf. Stockholm! Let's go! Biege nach rechts ab.
immer geradeaus. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Das war eine schöne Fahrt. Tja, ich hätte halt eigentlich noch weiter nach links gehen müssen, aber da komme ich nicht mehr rechtzeitig genug nach rechts. Super behindert hier gerade. Ah, okay. Er ist zum Glück gnädig. Ausgezeichnet! Let's go! Nice! So, ja, 18k. Sollte also wieder für ein paar Kreditdings uns erreichen. Easy! Oh Mann ey! 9000 pro Tag ey! Holy shit! Das ist schon ordentlich. Aber hey! Nichts, was nicht machbar wäre. So, wollen wir mal gucken hier. Hier oben haben wir jetzt schon ein paar Mal. Was haben wir denn hier so für... Wollen wir hier so eine Schwerlasttransport-Dings da machen? Da unten? Ich wünschte nur, man könnte auch mal ein paar Missionen machen bei Orten, wo man halt so noch gar nicht war. Also nur so hier oder hier. Gut, die waren wir auch schon. Das ist da unten aber schon. Also hier hinten. Na komm, wir nehmen mal hier jetzt gar nicht. 70 Tonnen. Da ist schon ordentlich. Du bist... Ah, guck mal, da unten. Ja, ist doch genau das, was ich habe. Und... sind sogar noch 45 Tonnen. Wobei Hightech-Gerät ist schon wieder so ein ultra breites Ding, ne? Egal, let's go. Unsere erste Schwerlasttransporter-Dings-Mission. Bin ich mal gespannt, wie wir uns schlagen. So, Achso, du beabsichtigst einen Spezialauftrag auszuführen. Zwei Begleitfahrzeuge werden dich hierbei leiten. Sei vorsichtig und folge ihren Hinweisen und Vorschlägen im Route Advisor. Spezialtransporte wie diese halten nicht an roten Ampeln und haben in den meisten Situationen Vorfahrt. Während solcher Transporte werden häufig Wegepunkte angelegt, um deinen Fortschritt zu speichern. Richte besonderen Augenmerk auf Folgendes. Vermeide jeglich denkbaren Konflikt mit den Begleitfahrzeugen und halte die Fracht zwischen ihnen. Weiche nicht von der geplanten Route ab und suche keinesfalls Tankstellen, Restplätze oder ähnliches auf. Beachte die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die durch das vordere Begleitfahrzeug sichergestellt werden. Achte auf überholenden Verkehr. Dass sie überhaupt überholen dürfen, ey. Spurwechselmanöver. Das Manöver geht vom hinteren Begleitfahrzeug aus, also das hier, das auf die vorgesehene Spur wechselt und sie blockiert. Das vordere Begleitfahrzeug wartet, bis die vorhergehende Spur frei ist und wechselt dann ebenfalls die Spur, ne? Sodass wir dann hier eine Lücke haben und in die Lücke fahren wir dann rein. Dann ist es sicher für dich, auf die vorhergesehene Spur zu wechseln. Nice. Okay. Geht's.
Okay, dann machen wir doch mal. Oh, man merkt schon. Ich wäre jetzt bei 45 Tonnen. Gut. Machen wir mal lieber 50 Tonnen draus, weil der Auflieger selber wiegt auch alleine schon 5 Tonnen. Gut, wahrscheinlich jetzt nicht, aber. So, so 2-3 Tonnen hat der Auflieger bestimmt schon auf der Waage. Biege nach rechts ab. So, da vorne, da sieht doch unser Begleitfahrzeug in Bewegung. Ist dann unser Hinteres schon da? Nö, das Hintere ist noch nicht da. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Biege nach rechts ab. Ich frage mich, für mich was anderes Begleitfahrzeug bleibt. Ach, das ist ja. Wo kommt das jetzt her? Ah ja. Es ist sogar tatsächlich die Strecke, wo wir ganz am Anfang, also in der ersten Staffel, sag ich jetzt mal, auch unsere erste Schwertransporter-Mission gemacht haben, oder? Zumindest kommt mir diese Strecke hier verdammt bekannt vor. Ich glaube, die Strecke hier war unsere allererste Schwertransport-Mission. Alter, ist das eng. Vor allem in Rückspiegel zu erkennen, wie viel Platz man eigentlich noch wirklich hat, ist halt super, ja, nicht möglich. So, jetzt müssen wir hier warten, bis das hintere Fahrzeug kommt. Da hinten kommt es schon. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ich werde wie besoffen. Stimmt, hier hat man sogar versucht Pause zu machen bei der allerersten Mission, ne? Gott, das waren Zeiten, Alter, schon so lange her. Holy shit. Ich glaube, die erste Folge TS ist mittlerweile schon fast 2 Jahre her, ne? Gott, die Zeit vergeht. Damals war ich noch junge, knackige 28 und jetzt bin ich schon uralt 30. Ja, und der Sprung vorne von der 2 auf der 3 zeigt einem schon an, dass ich mich in diesen 2 Jahren schon direkt 10 Jahre älter fühle.
So, und jetzt waren wir auf der Bypassspur. Juhu. Warum flackert denn die Straße so extrem? Digga, was ist denn da los? Da sind wohl zwei Texturen nicht richtig aligned. Warum stehen die da vorne rum? Was mit dir nicht wieder los da? Ey, fahr doch mal, Junge! Oh. Gut. Ich wollte nur einen Klaps auf den Po geben, damit er mal losfährt. Ja, war alles geplant. Das Schöne ist bei diesen Schwerlasttransporten, es ist unmöglich, Frachtschaden zu bekommen. Ich meine, die Fracht, literally, guckt komplett raus, so an der Seite. Aber selbst wenn du damit mit 160 gegen Haus fährst, mit der Kante, und direkt diese Platte von dem Hänger fliegt, ja, so Frisbee-like, bekommst du nur Aufliegerschaden. Weil der Auflieger der ist, der dabei beschädigt wird. Was auch irgendwie logisch ist, I guess. Ja. Wie kriegen wir eigentlich? Oh, gerade 9000. Ja. Ah, wir müssen mal langsam anfangen, richtige Missionen in Angriff zu nehmen.
Ich meine, mit der Mission, nach der Mission dürfen wir wieder das nächste Level erreichen. Da kann man nochmal längere Streckenmissionen benutzen, in der Weise benutzen. I'm coming hard. Halte sie vorne fest. Ich habe keine Gleitkräne dabei. Aber wobei, wir räumen schon wieder aus. Immer Glück gehabt. Überholt uns gar keiner, gell? Haben wir eigentlich rundum Leuchte an? Ne, haben wir gar nicht an. Super. Das Bild automatisch aktiv ist, ja? Na? Von vorne blinkt jetzt auch. Ah, da kommt jetzt ein Überholer. Casino! Gibt es echt einen Ort, der Casino heißt? Wohl. Oder hab ich mich gerade verlesen? Casino, doch! Gut, das wird wahrscheinlich irgendwie anders ausgesprochen, wie so wie, ich weiß nicht, Casino oder Cessna. So, warum rennen wir vorhin jetzt schon wieder alle? Ey, Leute! Genau, schon steht er hier. €400, yay! Nicht viel, aber ein Anfang. Das sind die kleinen Sachen im Leben. Warum hat jetzt der Level gebremst? Der da links neben uns. Im Rückspiegel.
So, dann machen wir jetzt für die Folge Feierabend. Sehen uns in der nächsten Folge wieder.